Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und setze heute gerne fort mit euch zusammen mit dem Raum Die Ästhetik der Macht. Wie beeinflussen visuelle Darstellungen unsere Wahrnehmung von Macht? Das ist die Fragestellung, mit der wir uns heute befassen wollen. Und ihr seid wie jeden Morgen auch heute wieder herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen, um gemeinsam einen Dialog aus dem Raum zu starten, zu machen, um verschiedene Perspektiven aufzumachen. Einfach gewisse Impulse, die ihr habt, bei der Überschrift, bei der Fragestellung aufzugreifen und erstmal zunächst einen Startpunkt zu setzen, um dann zu schauen, gemeinsam, wo sich das Ganze hin entwickelt. Mit dem Ziel, auf der einen Seite zu reflektieren und auf der anderen Seite verschiedene Perspektiven aufzumachen, um zu schauen, welche Erkenntnisse wir daraus für uns gewinnen können. Und insofern bin ich total gespannt auf den Verlauf des Raumes heute. Ihr könnt gerne mit dazukommen, wenn ihr damit einverstanden seid, wir haben eine Aufzeichnung im Hintergrund laufen und dass diese Aufzeichnung entsprechend dann auch veröffentlicht wird, oder ihr seid dann automatisch einverstanden, wenn ihr sozusagen Handzeichen gebt und mit dazukommt. Und dann haben wir drei kleine Raumregeln. Die sind folgende: einmal ein Profilfoto, auf dem ihr klar zu erkennen seid, Vor- und Nachname und mindestens einen Satz in der Bio. Wer damit nicht einverstanden ist, gerade nicht sprechen kann, anonym bleiben will, ist herzlich eingeladen, einfach über den Chat zu kommunizieren, sodass wir das eine oder andere hier auch nochmal aufgreifen können. Ja, ich bin total gespannt, wer heute Morgen mit mir den Start wagt an der Stelle. Die Ästhetik der Macht: wie beeinflussen visuelle Darstellungen unsere Wahrnehmung von Macht, ist die Fragestellung. Und damit schalte ich mich gerne zunächst erstmal auf stumm und schau mal, wer heute mit mir starten mag. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen. Was sagst du zum Thema? Naja, nachdem, guten Morgen erstmal, liebe Jasmin und alle anderen im Raum. Nachdem wir ja keine Zeit verstreichen lassen sollten, in dem passiven Schweigen, nicht im aktiven Schweigen, sondern in dem passiven Schweigen, denke ich, ich will euch mal teilhaben lassen an einem Aha-Effekt, den ich hatte, als ich auf dieses Thema gestern gestoßen bin, als du es gestern ansprachst, wo ich im ersten Moment gesagt habe, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und im Laufe des Tages habe ich gedacht, das hat mir keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich mich auf dieses Thema im wahrsten Sinne des Wortes draufgesetzt. Und wie ihr wohl erahnen könnt, ausgehend von der Begrifflichkeit, die unter die Lupe genommen, um dann eine Struktur zu finden, wie hängen denn die beiden zusammen. Es war mir, wie gesagt, im ersten Moment nicht ad hoc präsent, dass ich jetzt sagen könnte, das ist doch ganz klar, das ist so und so. Und deswegen habe ich diese Vorgehensweise mal gewählt. Und ich habe, um das abzukürzen, ich habe als erstes mich mal gefragt, in welchen wesentlichen Erscheinungsformen tritt denn Macht auf für uns? Auch im Laufe unserer Entwicklung, also in der Entwicklung von uns Menschheit. Und da bin ich praktisch als Metaebene gekommen auf diese Unterscheidung religiös auf der einen Seite und profan auf der anderen Seite. Wenn ihr so wollt, im Grunde genommen die Macht der Religionen und die Macht der Herrschaften. Klammer auf, Achtung, Begrifflichkeiten hatten wir, Unterscheidung, Herrschaft und Macht. Also das war für mich die erste Metaebene, dass ich mir klar wurde darüber,
so ließe sich eigentlich Macht mal einordnen, nach meinem Dafürhalten. Und da hatte ich in Bezug, diese Struktur soll ja dazu dienen, eine Verbindung zu Ästhetik, Ausdrucksformen des Sinnlichen und des Sinnhaften zu geben, da hatte ich schon eine Vermutung. Und zwar ging die in Richtung Mächtigkeit des umbauten Raumes. Ja? Also im Grunde genommen die spezifische Ausdrucksform in der Form der Architektur. Das war meine Vermutung. Und dann war ich natürlich getriggert dadurch, dass ich diese für mich etablierte These auch überprüfe. Dann bin ich in die nächste Detailebene und habe gesagt, okay, jetzt schauen wir uns mal die Macht der Religionen an. Was haben wir in den meisten oder in der längsten Zeit an Weltreligionen hier in unserem weiteren Beritt in Europa? Das ist Judentum, das ist Christentum und ist der Islam. Und dann habe ich mir überlegt, trifft dieses Kriterium Architektur für alle drei zu? Und dann habe ich das final bejaht. Ich erspare euch die Details, die Beispiele dafür, warum ich das bejahe, kann ich gerne nachliefern, aber ich möchte unter Umständen potenziellen Nachrednern nicht zu viel Zeit nehmen. All diese drei Weltreligionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ihre Macht positioniert haben gegenüber dem Einzelnen in der Größe des umbauten Raums, in Form von Kathedralen, von Dome, von Moscheen, in einer Dimension, die zum Teil heute für uns eigentlich unvorstellbar ist. Ja. So, und das gleiche Spielchen habe ich dann gemacht. Also lasst mich eins noch sagen, was mir da aufgefallen ist, ich komme darauf nochmal zurück, dass es eine Verbindung gibt zwischen diesen drei Religionen in der Bauart, für mich, nach meinem Dafürhalten, und zwar bei allen tauchen Kuppeln auf. Kuppeln, Felsendom, Al-Aqsa-Moschee, Hagia Sophia, Petersdom, Kathedrale von Florenz, alles Kuppeln in ihrer Mächtigkeit, heute noch beeindruckend. Aber zum zweiten Punkt, bei den Herrschaften, der Macht der Herrschaften, bin ich auch da geistig durchgegangen, vom Imperium ausgegangen, über Monarchien und Republiken, Diktaturen bis hin zur Demokratie. Und nicht zu vergessen am heutigen Tag, dem 14. Juli, Französische Revolution, der Ochlokratie. Und da habe ich dieses Kriterium, trifft da überbauter Raum, Architektur als Zeichen der Macht auch zu, habe ich überprüft, auch hier. Erspare ich mir im Moment die Details und habe einen Haken dran gemacht und habe gesagt, ja, eindeutig, diese Macht der Herrschaften, Klammer auf, legitimiert durch was auch immer, im Gegensatz zu einer Macht, drückt sich in all diesen Formen der Herrschaft wesentlich aus durch umbauten Raum, durch Paläste oder durch ganz bestimmte, ja, im Grunde genommen bei dem Imperium ist das beste Beispiel, nicht nur ein Palast, sondern eine ganze Stadt, Römisches Reich, Rom, Chinesisches Reich, die verbotene Stadt. Immer ist es Architektur, immer ist es Raum. Vor dem Hintergrund, ganz offensichtlich, den einzelnen Menschen vor dieser Dimension klein zu machen. Und um jetzt zum Ende zu kommen, ganz interessant, das war eigentlich das Tipperl auf dem I, neben dieser Erkenntnis, Kuppeln ist eine wesentliche Position. Ich bin habe das natürlich ganz streng überprüft in Bezug auf unsere derzeit bei uns gebräuchliche Herrschaftsform, die Demokratie. Und da bin ich auf die Urmutter der Demokratie, USA, 18. Jahrhundert, Unabhängigkeitserklärung, Repräsentanz dafür, das Weiße Haus. Und bei uns in Deutschland, das Parlament sitzt im Reichstag. Beide aktuellen Herrschaftsformen der Demokratie haben also Insignien der Macht des umbauten Raums aus vergangenen Epochen zu ihren eigenen gemacht. Und jetzt komme ich auf den Punkt Kuppel, beide tragen eine Kuppel. Beim Weißen Haus von Anfang an und beim Reichstag, ich weiß es nicht mehr genau, vor 15 oder 20, nach der Wiedervereinigung, wurde eine Kuppel auf den Reichstag draufgesetzt.
Das war für mich ein Beispiel, wie ein Thema in diesem Raum, wenn man einsteigt, absolut zu einem Aha-Effekt führen kann und zu einer Bereicherung. Und das wollte ich euch mitteilen. Und dafür bin ich sehr dankbar und danke auch, dass ich das so ausführen konnte. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank und total spannend, auch diesen Weg sozusagen mitverfolgen zu können. Also vielen Dank, dass du das auch geteilt hast, Schritt für Schritt. Als du das so erzählt hast, habe ich mich gefragt, wie sieht es denn mit Statuen aus? Hast du da, wenn du da drüber nachdenkst, auch ein Gefühl zu? Ein Impuls? Und da kommt ein sehr negatives Gefühl auf, liebe Jasmin. Das ist bei mir, weil ich mich mit der Zeit sehr viel beschäftigt habe, mit dem Nationalsozialismus, wie es dazu kam und warum es dazu kam und was sich da abgespielt hat. Und ein Aspekt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, neben der Architektur war das für mich die zweite Ausdrucksform der Macht von den Nazis durch den Bildhauer Breker, hieß der, der diese monumentalen Statuen der Versinnbildlichung der Dominanz der germanischen Rasse erschuf. Und das ist das erste Beispiel, was da bei mir aufpoppt. Und das zweite ist, was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass es wohl ja in Nordkorea nach wie vor diese Statue von dem Gründer der Kim-Dynastie gibt. Jeder, der da vorbeigeht, sowohl Inländer, auch wenn es überhaupt Ausländer gibt, muss sich vor dieser Statue verbeugen. Also das ist ein Punkt, neben dem umbauten Raum, nehme ich das jetzt mit auf, Statuen, jawohl, Haken dran. Ganz deutliches Zeichen und Ausdruck in ästhetischer, Anführungsstrichen, ästhetischer Form der Macht. Ja, können wir ja mal überprüfen, ob da auch positive Aspekte oder positive Konnotationen mit dabei sind. Ich denke spontan zum Beispiel an die Freiheitsstatue. Müsste kommen, sorry. Nicht. Ist mir auch spontan eingefallen, Freiheitsstatue. Jawohl, passt. Ja, sehr, sehr spannend. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in den USA war, dass mir bewusst wurde, dass mir durch die, ich muss mal gerade überlegen, in welcher Stadt war, das war New York, glaube ich, in New York war das ganz, ganz stark ausgeprägt, dass mir bewusst wurde, wie auch wirklich in dieser Architektur allgemein eben tatsächlich auch diese Macht symbolisiert wird. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass man sich doch relativ klein vorkommt, wenn man eben vor diesen Gebäuden steht, vor diesen Skyscrapern sozusagen. Und das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, hier hast du erst verstanden, was Wolkenkratzer sind. bei uns sind das eher, in Anführungsstrichen, eher Hochhäuser, mit ein paar Ausnahmen. Aber dort hat man dann realisiert, woher dieser Begriff eigentlich kommt. Und das Interessante, was dieses Gewaltige so ausgemacht hat, war jetzt für mich noch nicht mal die Höhe sozusagen, sondern der Fußbereich in der Architektur. Wenn man sich da mal vor dem Gebäude hinstellt, dann sind diese Sockeln sozusagen so hoch, dass das quasi auf Menschenhöhe ist. Und das fand ich wirklich wahnsinnig. Und das war für mich sofort direkt erkennbar, dass das was mit Machtsymbolik zu tun hat, ja, also mit einem gewissen, ich habe das verknüpft mit Größenwahn an der Stelle. Ich weiß nicht, das waren so die Impulse. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, obwohl das viele Jahre wirklich zurückliegt, das auf der einen Seite sehr imposant war und auf der anderen Seite ein Stück weit auch vielleicht erschreckend, weil man es vielleicht noch auch so in der Form nicht kennt aus dem eigenen Land, in der Ausprägung.
Das sind auch nochmal so ein paar Impulse, die ich in dem Zusammenhang mal mit reingeben wollte. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht weitere Beispiele auch haben von Erlebnissen, vielleicht auch von eigenen Reisen oder ähnliches, wo wir dann vielleicht auch etwas gesehen haben und damit auch irgendwelche Assoziationen. Ist ja auch mal total spannend zu gucken, was macht das denn mit uns? Und auch heute, wenn wir uns verschiedenste Gebäude oder sowas anschauen, ich bin jetzt zum Beispiel in Frankfurt, auch bei Banken oder Ähnlichem sind immer auch irgendwelche entweder Statuen oder irgendwelche Symbole oder wie auch immer vor dem Gebäude und zwar meistens in einer enormen Größe auch dargestellt in irgendeiner Form. Und auch hier ist ja eine gewisse Verquickung irgendwo da. Da bin ich mal total gespannt, was ihr dazu sagt. Bevor ich den Ball wieder zu dir zurückspiele, lieber Jürgen, auch nochmal die herzliche Einladung an alle anderen. Jürgen hat sozusagen das Thema, hat ihn gestern durch die Ankündigung schon mal beschäftigt, so dass er sich das ein oder andere auch nochmal angeguckt hat und damit jetzt heute den Einstieg gemacht hat. Ich würde mich trotzdem auch nochmal interessieren, auch ihr habt die Möglichkeit natürlich hier anzudocken, gleichzeitig aber auch vielleicht selbst nochmal zu schauen und zu überlegen, die Ästhetik der Macht, wie beeinflussen visuelle Darstellungen unsere Wahrnehmung von Macht. Also wir haben ja hier verschiedene Komponenten drin, wir haben die Wahrnehmung drin, wir haben visuelle Darstellungen drin. Ästhetik muss nicht unbedingt ausschließlich jetzt auf Architektur zurückgeführt werden. Wenn wir die Definition, du hattest sie auch zwischenzeitlich schon mal aufgegriffen, mit der, wenn wir das aus der Perspektive einfach nur von Schönheit sozusagen betrachten und Gesetzmäßigkeiten von und Harmonie in Natur und Kunst beispielsweise, die Wahrnehmung vom Sinnlichen und Anschaulichen, so hattest du es gleich, diesen letzten Part hattest du auch reingebracht, dann können wir ja durchaus noch weitere Türen auch aufmachen an der Stelle und hier noch weitere Beispiele mit reinbringen. Da bin ich mal total gespannt. Also kommt gerne mit dazu und dockt hier mit an, damit wir eben auch verschiedene Beispiele und Perspektiven haben und dadurch auch wieder neue Impulse sozusagen und einen facettenreichen Raum. Jürgen, magst du hier nochmal anschließen? Ja, ich mag anschließen. Allerdings bin ich durch deinen Beitrag und insbesondere mit der Relativierung durch die Größe der Statuen vor großen Gebäuden ins Nachdenken gekommen. Und gerade in Frankfurt, wo ich mich im Bankenbereich sehr oft aufhalte. Das ist jetzt von mir eine Vermutung. Ich möchte es aber nicht weiter jetzt ausführen, um so einseitig auf der Architektur zu bleiben, was du ja auch ansprachst. Aber die Architektur, das habe ich ja angesprochen, Entschuldigung, der umbaute Raum sollte ja ganz offensichtlich auf jeden Fall im religiösen, aber auch im Herrschaftsbereich dazu dienen, diese Kleinheit des Einzelnen darzustellen, also die Kleinheit vor Gott und auf der anderen Seite, meine Interpretation, die Kleinheit, nicht die Unwichtigkeit, aber die Kleinheit des Einzelnen vor der Herrschaft eben des Gemeinwesens. Und vielleicht, das ist meine Überlegung, vielleicht sind diese Statuen vor diesen Gebäuden ein Versuch der Relativierung. Ich denke da an den, zum Beispiel an den Walking Man in Frankfurt, dass der Mensch dort ja in einer auch Überdimension dargestellt wird und auf eine ganz andere größenmäßige Dimension, nicht geistige, sondern größenmäßige Dimension verwiesen wird als in Realität. Vielleicht ist das eine Art Kompensation, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Und nur eines ist mir, möchte ich noch dazu fügen, die Mächtigkeit des umbauten Raums hat zwei Dimensionen, für mich jedenfalls. Das ist einmal die absolute Größe der Fläche in Quadratmetern, aber es ist das Uransinnen der Menschheit seit dem Turmbau von Babel, in die Höhe zu bauen, also dem Himmel entgegenzubauen. Und alleine diese Intention gegenüber in die Breite zu bauen, bedingt ja oder hat zur Konsequenz, dass der Einzelne dadurch kleiner wird. Also im Moment werde ich langsam zum Fan
dieser Thematik, liebe Jasmin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Also verbirgt sich irgendwie doch mehr dahinter, als man zunächst vielleicht erstmal annehmen mag. Und es ist total spannend, hier wirklich mal drauf zu schauen. Und weil du gerade gesagt hast, also auch dieses in die Höhe bauen, so dieses groß, größer, stärker, mächtiger, schneller, effizienter, das sind ja alles auch wieder dann Steigerungen, die wir auch an verschiedenen Stellen haben. Wenn wir jetzt mal ein Stück weit nochmal weggehen von dem Ursprung, diese Kleinheit des Einzelnen vor Gott oder vor der Herrschaft des Gemeinwesens, hinzu auch, gerade wenn wir, hat aber auch was wieder mit Religion zu tun im Ursprung, gerade wenn wir so aus der wissenschaftlichen Perspektive nochmal drauf schauen, also auch dieses Bedürfnis des Menschen eben zu erkunden, zu erforschen, zu entdecken und Antworten zu finden. Und hier hat sich ja dann einiges gewandelt und vielleicht aus der Perspektive Wissenschaft nochmal drauf zu schauen und zu überlegen, wie sich das fortentwickelt hat oder welche Weiterentwicklung sozusagen auch stattgefunden hat und hier auch diesen Aspekt des nach oben Bauens, diesen Aspekt des den Planeten zu verlassen, andere Planeten zu erkunden und so weiter, vielleicht auch noch mal so in diese Richtung gedacht, mal mit reinzubringen. Was macht das denn mit dir, Jürgen? Das kommt eins zum anderen. Also ich komme jetzt gerade nicht mehr nach mit dem Dokumentieren und in Sicherheit bringen, aber das triggert für mich eben eine dieser, und auf der Seite sehe ich mich auch, der Definitionen von Ästhetik an, die eher in das geht. Ich denke, Kant war das, der gesagt hat, alles Ästhetik ist das, was unsere Sinne berührt. Also in vielfältiger Hinsicht Sinne, taktil und sehen und hören, ihr kennt das alles. Darüber aber auch das Sinnliche, was Sinn gibt. Und da ist für mich jetzt ganz spontan eine Verbindung zur Wissenschaft, nämlich auf der Suche nach dem, ich sage jetzt nicht, was die Welt im Innersten zusammenhält, aber was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen und was sind unter Umständen Konsequenzen aus dem, was wir als Naturgesetze erleben, in einer Form der wissenschaftlichen Sinnübertragung. Sprich, ich kann einen Raum, jetzt bin ich wieder bei der Architektur, ich kann einen Raum in zwei Dimensionen nutzen, um größer zu zeigen, um effizienter zu sein, um mehr Menschen unterzubringen und zusammenzubringen. Also das sind jetzt alles Triggerpunkte, die mich anmachen. Ja. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und Ria hat sich auch mit dazu gemeldet. Und von daher bin ich total gespannt, Ria, was du mit beitragen möchtest. Was sind deine Gedanken zu dem Thema? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte gestern nach der Ankündigung des Themas gedacht, da kannst du nichts zu sagen. Ist ganz weit weg. Aber als ich euch jetzt zugehört habe, ist mir ein Beispiel eingefallen. Und dieses Beispiel habe ich immer im völlig anderen Zusammenhang genutzt, weil ich das total irre finde, wie Architekten etwas hergestellt haben oder etwas gebaut haben. Es gibt ja auch dieses monumentale Werk, die Säulen der Macht, glaube ich. Nee, die Säulen der Erde. Und es gibt in Dresden, ich komme aus dieser Ecke, in Dresden eine Hofkirche. Und diese Hofkirche hat eine Eingangstür, eine doppelflügelige Eingangstür. Und es geht zu dieser Tür mehrere Stufen nach oben. Das ist also direkt auf dem Vorplatz der einen Brücke. Das heißt, man kommt von der Neustadt über die Brücke, eine sehr alte, wunderschöne Brücke. Von der Neustadt aus hat man genau dort fast den Canaletto-Blick, läuft über diese Brücke, kommt an diesen Platz und schaut auf diese Tür. Und wenn man sich diese Tür anschaut, dann hat die Tür eine sehr offensichtliche Klinke. Und diese Klinke im Verhältnis zur Tür
ist wunderbar angebracht von der Ästhetik her. Und wenn man sich dann unten stehend überlegt, in welcher Höhe ungefähr die Klinke ist, und ich habe das sehr oft schon gefragt, dann sagen die meisten Menschen, naja, ungefähr in Schulterhöhe. Und dann fassen alle so, also nicht so, wie man so eine Klinke fassen würde, sondern man sagt dann, okay, wenn ich so jetzt den Arm hebe, kurz über meine Schulter. Und dann gehen die Menschen nach oben und schon die ersten Schritte die Treppe hinauf, wissen sie, dass sie sich völlig verschätzt haben. Die Klinke ist nur mit ausgestreckten oder fast ausgestreckten Arm erreichbar. Aber sie ist in einer derartigen Ästhetik eingebettet, dass man genau dass man das völlig unterschätzt und dass man dann die Wucht und die Schönheit dieser Ästhetik erkennt in dem Moment, wo man vor dieser riesengroßen Tür steht. Man kriegt die Tür auf, man kann sie gut öffnen, das ist, ich glaube, es ist eine Eichentür oder so. Aber ich bin jedes Mal davon fasziniert, wie Architekten die Welt darstellen konnten und man sich selbst da verliert und man das nicht einschätzen kann. Und wenn ich dann noch davon ausgehe, das ist menschengemacht, das haben Menschen entdeckt, entwickelt, erarbeitet, sich ausgedacht, um irgendeine Information an die anderen weiterzubringen. Hier würde ich vielleicht sagen, lasst euch nicht täuschen, geht hin, guckt euch das an, geht zu Gott, er sagt euch, was richtig ist, vielleicht so diese Interpretation. Und es ist anders, als ihr glaubt. Und das ist so, das haben wir Menschen gemacht. Es gibt ein wunderbares Lied über die Sixtinische Madonna. Und da singt die Gruppe, das ist, glaube ich, dann Combo Meissen oder Elektra, weiß ich nicht, singt die Gruppe, und am siebten Tage schuf der Mensch sich Gott. Und das ist so verquer gegenüber der Bibel, aber trotzdem genial, da steckt so viel drin. Wir Menschen haben uns das gemacht. Wir Menschen tun uns sehr viel Gutes, wir tun uns sehr viel Böses. Und die Ästhetik der Macht ist unsere Ästhetik, manchmal ungewollt, manchmal gewollt, manchmal sehr bewusst gestaltet. Aber sie macht unwahrscheinlich viel mit uns. Ja, das war so mein Beitrag. Ich muss auch gleich wieder raus, aber das wollte ich einfach dazu beitragen. Dankeschön. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Jürgen, war das ein Blinker eben? Ja, das war ein Blinker. Wenn ich darauf gleich antworten darf, wenn die Ria noch im Raum ist. Ja, gerne. Ja, herzlichen Dank, liebe Ria, für deinen Beitrag. Ich möchte ein Initial aufnehmen, was du ansprachst ganz am Ende, dass du sagst, als du sagtest, das ist von Menschen gemacht. Ich weiß es nicht, ich sage es mal so, dass Ästhetik, dass du es ausdrücken wolltest im Hinblick auf Ästhetik ist von Menschen gemacht. Und falls das deine Aussage gewesen wäre, hätte ich eine Widerrede dagegen oder eine Ergänzung. Sagen wir ein bisschen nicht Widerrede. Natürlich wird Ästhetik auch durch Menschen gemacht, in Form von Mode, es gibt ja noch andere Ausdrucksformen wie Musik oder weiß der Teufel was. Aber für mich ist die größte Ästhetik und insofern auch die größte Macht, die auf uns wirkt, die Natur. Und ich sehe mich, wenn ich in die Berge gehe oder irgendwo in einer außergewöhnlichen Landschaft mich befinde, das im Grunde genommen als ein Eintritt in einen Dom. Das habe ich auch oft für mich so festgehalten. Ich trete in einen neuen Dom ein. Aus dem Gefühl heraus, diesem übermächtigen Gefühl, beeindruckt zu sein vor dieser Mächtigkeit der Natur. Und die ist jedenfalls in ihrem Urzustand nicht von uns Menschen gemacht. Und jetzt mache ich gleich noch einen Link auf zu den Herrschaftsformen.
als wesentlicher Ausdruck der Herrschaftsformen, insbesondere in der Monarchie und in den Dynastien, waren der Ausbau und die Pflege von Gartenanlagen und von Parks. Im Grunde genommen eine künstlich angelegte Natur. Und insofern ist das ein Aufbrechen dessen, was ich, oder ein Seitenast zu dem, was ich eben gesagt habe, dass es neben der Ästhetik gewillt wird oder gebaut, errichtet von Menschen, auch eine ganz natürliche gibt, nämlich die Natur. Und das ist wieder so ein weiterer Link in diesem Thema. Ich kann immer wieder nur sagen, es ist ein tolles Thema, liebe Jasmin. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und als dann Ria von die Brücke erwähnt hat, ist bei mir auch wieder ein Impuls aufgekommen, nämlich in Richtung Brücken nochmal zu überlegen und zu gucken. Ich habe sofort an die Bosporusbrücke zum Beispiel in Istanbul gedacht oder auch die Golden Gate Bridge in den USA. Wer die schon mal die Gelegenheit hatte, so riesige Brücken tatsächlich auch schon mal zu überqueren, wird wahrscheinlich auch dieses Gefühl relativ greifbar nah haben. Ne? Also dieses Überwältigende, dieses das macht was mit einem, finde ich. Jürgen, magst du zu den Brücken noch mal was sagen? Ja, gerne. Aber ich würde das abnicken und aber nicht. Es ist ja kein Anspruch auf Vollständigkeit meiner Struktur nach religiös und Herrschaften. Das ist für mich, da gebe ich dir vollkommen recht, ein Ausdruck der Ästhetik und auch ein Ausdruck der Macht der Wissenschaft. Eher der Wissenschaft. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich, ich würde es abnicken, ja, unter diesem Aspekt Wissenschaft. Ja, absolut. Und gleichzeitig gibt es auch andere Komponenten, wo dann diese Herrschaftskomponente auch mit reinkommt. Ich denke da jetzt gerade an Erdogan, der tatsächlich so die sich auch zum Ziel gesetzt hat, die größten Projekte zu verfolgen. Also ob das jetzt verschiedene neue Brücken sind, ob das irgendwie ein Tunnel unter Wasser ist oder um eine Verknüpfung zu schaffen und so weiter. Also hier immer auch groß zu denken, also durchaus die Wissenschaft zu nutzen, in Anführungsstrichen, um etwas Großes zu erschaffen, immer mit dem Ziel, wir haben das größte XY gemacht. Und hier ist ganz klar für mich die Verknüpfung auch wieder zu diesem Herrschaftsgedanken mit dabei. Jürgen, magst du da nochmal andocken? Ja, da gebe ich dir unumwunden recht. Ist bei mir auch aufgepoppt. In Verbindung mit Brücke, der Counterpart dazu ist Tunnel unter den Bosporus, habe ich auch irgendwann mal darüber gelesen. In gleichem Maße ordne ich auch aus, ich weiß nicht, in welchem Status es derzeit befindet, dieser Bau dieses Atomkraftwerkes und ausgerechnet noch in einer sehr erdbebengefährdeten Zone, aber der unbedingte Anspruch, eines der größten und modernsten Atomkraftwerke zu bauen, das ordne ich auch in dieser Hinsicht ein. Und es ist in der Tat dann ein Ausdruck der Herrschaft. Du hast vollkommen recht, ja. Ja, insofern spannend, wie diese verschiedenen, ich nenne es mal Ebenen, Säulen, hier dann eben auf der einen Seite für sich stehen einmal und betrachtet werden können und wie sie über die Zeit vielleicht aber auch eben Verquickungen erfahren haben an der Stelle und eben aus dieser Perspektive auch nochmal zu betrachten. Und von daher ist das total spannend. Und wenn wir jetzt gerade auch, weil wir drüber gesprochen haben, die Ästhetik, die vom Menschen oder von Menschenhand gemacht ist, gesprochen haben, vielleicht auch mal in einfachere Strukturen nochmal denken, Mode, Design etc. Gibt es denn hier auch gewisse Parallelen, die wir aufmachen können? Wäre vielleicht auch nochmal sowas. Wie ist das, wenn wir uns das Ganze in Medien oder Ähnliches anschauen? Gibt es hier bei der vierten Gewalt sozusagen auch nochmal Darstellungen, die uns auffallen, wo wir Verquickungen oder Verknüpfungspunkte sehen, die vielleicht aus diesem Ursprung her irgendwie entstanden sind, in Anführungsstrichen? Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu gucken aus dieser Perspektive, ob wir da auch weitere Impulse mit reinbekommen. Jürgen, hast du da Ideen?
Ja, also bei Mode und Schmuck, was du angeführt hast, glaube ich, war auch dabei. Das triggert mich. 14. Juli, Französische Revolution, der Sonnenkönig. Der französische Hof bzw. der König als Repräsentant, wodurch ist er auch heute noch außergewöhnlich und auffällig durch seine Kleidung und seinen Schmuck, den er trägt. Insofern für mich auch und übertragen auf die heutige Zeit. Ja, ich denke da an ganz bestimmte Luxusuhren, auch an insbesondere Schmuck natürlich, sehr teuren Schmuck, die eine gewisse personifizierte Macht auch für mich ausdrücken und die sich bis in den heutigen Tag auch so fortgesetzt haben aus früheren Epochen. Also würde ich sagen. Und ob du darauf einsteigen wolltest, willst, ich möchte auf einen Punkt noch darauf hinweisen. Wir haben immer wieder dieses Thema der positiven und negativen Konnotation. Was sind denn die positiven Seiten, die positiven Ästhetiken? Also wir haben jetzt immer über Protzbauten, über gigantische Bauten, die den Menschen klein machen sollen und nicht immer, aber in den meisten Fällen gesprochen. Aber gibt es auch positive Aspekte der Ästhetik, die entweder der Macht entgegenwirken oder eine positive Macht darstellen? Das frage ich mich im Moment. Ja, wunderbar, wunderbare Fragestellung. Und während wir das einfach mal vielleicht so ein bisschen nachwirken lassen und vielleicht kommt ja da auch der eine oder andere Gedanke auf, um hier nochmal zunächst an dem vorangegangenen Punkt nochmal anzuknüpfen. Du hattest ja die Luxusuhren zum Beispiel und Schmuck allgemein angesprochen. Ich habe jetzt an das Auto als Statussymbol nochmal gedacht. Ist ja auch ganz klassisch bei uns in unserer Gesellschaft beispielsweise. Nach wie vor nimmt zwar jetzt ab mit der Zeit, aber immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt. Und sowas, was halt eben auch seltener ist, ne? Sowas wie Diamanten oder Gold auch, was ja über sehr, sehr lange Zeiten jetzt auch überdauert ist und immer wieder trotz verschiedener Schwankungen, die es gibt, doch immer seinen Wert auch behalten hat, in Anführungsstrichen, oder auch gesteigert hat. Und das wollte ich nochmal so als Beispiele nochmal mit reinbringen, dass wir da vielleicht auch nochmal gucken. Also da begegnet uns tatsächlich auch relativ viel aus dem Alltag. Jetzt könnten wir mein Haus, meine Yacht und so weiter vielleicht auch noch aufmachen. Ne? Also gibt es, glaube ich, viele Beispiele, wo eben diese Statussymbole eine Rolle spielen und vielleicht auch auf die eigene Identifikation mit einzahlen. Wäre vielleicht auch nochmal, aber Identifikation brauchen wir jetzt nicht aufzumachen, das wird sonst zu groß an der Stelle. So, und dann eben nochmal zu überlegen, finde ich schön, auch eben diese positive Seite nochmal aufzumachen. Fällt dir denn was dazu direkt ein, Jürgen? Also ehrlich gesagt, da habe ich ein bisschen Bauchweh, lieber Jasmin, mit dem Auto. Weil ich bin nun halt mal sehr begriffsaffin und wenn ich von Macht ausgehe sehe mir das nach, wenn ich es jetzt vielleicht nicht allgemeingültig, aber für meinen Bericht mal definiere und sage, die wesentlichen Kriterien für Macht sind gegen den Willen eines anderen etwas durchsetzen, ohne dessen Zustimmung zu haben, beziehungsweise in irgendeiner Form legitimiert zu sein, Kraft einer verliehenen Autorität. Das ist für mich Macht. Und ich habe deswegen Bauchweh, weil dann für mich das Auto, da kann ich schwer die Brücke herstellen, es als Mittel der Macht zu definieren, auf andere gegen deren Willen einzuwirken. Vielleicht mit der Brücke zu sagen, deren Wille zu verändern in Richtung des auch haben wollen. Darüber müsste ich aber jetzt nochmal nachdenken. Aber deswegen, da habe ich ein bisschen Klärungsbedarf doch im Moment zu diesem Punkt.
Ja, das wäre tatsächlich auch der Anknüpfungspunkt, über den ich reingehen würde, tatsächlich zu sagen, also es ist auf der einen Seite eben ein Statussymbol, das auch als solches von allen erkannt oder erkannt wird, gesehen wird oder anerkannt wird. Und auf der anderen Seite ist eben dieser Neidfaktor, der hier dann zum Beispiel mit reinkommt. Also jeder, der ein teures Auto, teure Uhren trägt oder wie auch immer, wird da auch entsprechende Erlebnisse schon im Alltag auch mitgemacht haben, in Anführungsstrichen, das behaupte ich jetzt einfach mal, auch aus eigenen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oder wenn wir jetzt mal Beispiele aufmachen würden über Postings oder so, da kommen sofort Diskussionen auf, da sind sofort ganz viele Menschen mit an Bord und gucken aus verschiedenen Perspektiven drauf, aber hier spielt dieser Faktor des also ob das jetzt von dem, muss man sich jetzt mal gucken, was ist denn das Interesse oder der Intention der Person, die sozusagen so ein Fahrzeug vielleicht besitzt oder so. Das muss ja nicht unbedingt immer mit dem Begriff Macht zusammenhängen. Aber die Interaktionen, die daraus entstehen, da scheint mir schon auch dieser Machtaspekt irgendwie mit reinzuspielen. Magst du da nochmal anknüpfen, Jürgen? Also mit Verlaub, wenn ich da auf meine eigene Person referenziere und ich fahre so ein Statusauto seit fast 40 Jahren, ich muss dir ganz klar entgegnen, also vielleicht unterbewusst, aber bewusst, dieses als Machtinstrument empfunden zu haben, das habe ich nicht. Ich hoffe, mein Unterbewusstsein bestätigt mich in irgendeiner Form, dass ich jetzt frei werde oder frei bleibe von einem schlechten Gewissen. Aber dem kann ich so ich persönlich nicht folgen. Mag sein, dass das bei anderen der Fall ist, aber ich würde dem widersprechen, liebe Jasmin. Lassen wir mal so stehen, müssen wir ja auch nicht gleicher Meinung sein und vielleicht entwickelt sich da ja auch irgendwas im Laufe der Räume, was wir heute beide noch nicht sehen können und insofern finde ich das ja auch ganz schön, verschiedene Perspektiven auf die Themen zu haben. Und gehen mal damit auf diese positive Konnotation. Hast du da Beispiele für? Oh ja, da hätte ich ein Beispiel. Aber ich glaube, wenn ich deine Vorankündigung richtig in Erinnerung habe, das ist ein eigener Raum. Und das Thema Ästhetik der Sprache. Also ein ganz für mich, vielleicht sogar das am meisten Gebrauchte, mit am gefährlichsten, aber auch mit am schönsten für mich, als Ausdruck von Ästhetik ist für mich die Sprache, so wie wir miteinander kommunizieren und wie uns Künstler, Ästhetiker dieses Genres, dieser Sprache näher bringen. Ich bin ein absoluter Fan davon. Da können wir durchaus schon mal ein Stück weit mit drauf gucken oder wir können das morgen machen. Also der Raum ist nicht Ästhetik der Sprache genannt, sondern die Gewalt der Worte. Inwiefern kann Sprache eine Waffe sein? Vielleicht ist daher jetzt so diese Verknüpfung noch da, allerdings jetzt in Richtung Ästhetik gedacht, durch den Raum geprägt von heute. Aber das ist ja dann auch nochmal eine andere Blickrichtung sozusagen. Von daher fände ich das schon ganz spannend, wenn wir da schon mal die ersten Blicke draufrichten an der Stelle. Jürgen. Also wenn wir Ästhetik definieren als das, was unsere Sinne bewegt, dann ist, so würde ich das einordnen, auch im ersten Moment, aber ich denke, das sind alles Themen, da würde ich mir schon die Zeit geben wollen, darüber nachzudenken. Aber dann ist die Gewalt als Mittel der Sprache eine Art Ausprägung, nämlich der negativen Ästhetik. Und da gibt es ja auch unrühmlichste Beispiele, wie man eine Sprache vergewaltigen kann. Und jetzt bitte nicht im direkten Konnex zu dem letzten Satz zu sehen, aber das ist ein Thema, das uns ja in den letzten Jahren vielleicht auch immer mehr bewegt. Das ist dieses Gendern, ja? Dass die einen als Vergewaltigung der Sprache
sehen und andere sehen es als Bereicherung. Und ich kann nur hoffen, dass unsere Sprache dazu gebraucht wird, in einem höflichen, toleranten Diskurs zu einer Einigung zu kommen. Ganz interessant. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Das war tatsächlich auch das, woran ich direkt gedacht habe mit dem Gender-Thema, wo es ja auch sehr, sehr unterschiedliche Haltungen und Meinungen zu gibt und deswegen auch immer wieder sehr, sehr spannende Diskussionen mitzuverfolgen sind. Ja, also von daher spielt hier Sprache auch eine Rolle. Gerade auch wenn wir in Richtung Sprache denken, wo wird denn alles Sprache auch eingesetzt? Also die Ästhetik der Sprache, sowohl positiv als auch negativ. Und da hatte ich ja vorhin auch schon mal Medien als vierte Gewalt zum Beispiel auch mit reingebracht. Medien bedienen sich ja durchaus gerade in der schriftlichen Form eben auch der Sprache, aber auch in der visuellen Form. Läuft ja auch sehr viel nicht nur über Bild, sondern auch über Sprache. Also haben wir hier auch Bild, Sprache mit dabei. Das heißt, auch hier wird dann entsprechend über verschiedene Kanäle sozusagen, ja, werden ja auch die Sinne wieder angesprochen und damit auch die Wahrnehmung. Vielleicht können wir da nochmal eine Brücke bauen, Jürgen. Ja, wobei ich denke, dass gerade, weil du das jetzt ansprachst, also das ist alles jetzt wirklich im Unreinen. Das sind Triggerpunkte, die ich jetzt mal so rauslasse aufgrund deiner Ausführung, dass gerade durch den Switch von den klassischen Papiermedien auf die digitalen Medien die bildliche Sprache für mich aus meiner Sicht eine zunehmende Dominanz einnimmt. Das fällt mir jetzt erst auf. Wenn ich mir so Revue passieren lasse, so die gängigen Tageszeitungen und auch Wochenzeitungen, da ist natürlich die Möglichkeit der Redakteure und der Verantwortlichen sehr groß mittlerweile mit der Bildsprache, und die wirkt ja offensichtlich deutlicher als die gesprochene Sprache, mit der Bildsprache relativ kurz und knackig, ich will nicht sagen einfach, aber kurz und knackig einen Sachverhalt bei uns im Gehirn zu verankern und unseren Assoziationen auch freizugeben, was ich mir ansonsten mit mehr Mühe erst erlesen müsste. Also das wäre jetzt so meine Verbindung zu dem Ansatzpunkt von dir. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und an der Stelle ist das übrigens nicht nur in den Medien so, sondern auch in unserem Alltag zunehmend. Wenn wir mal so beobachten oder drüber nachdenken, wie häufig zum Beispiel auch beispielsweise Emojis eingesetzt werden. Also gerade die jüngere Generation arbeitet ja sehr, sehr intensiv mit Emojis bei zum Beispiel Nachrichten, die verschickt werden, und auch Symbole allgemein, also jede Form von Symbolik, die dargestellt wird. Wir hatten ja mal verschiedene Symbole auch schon aufgegriffen, als wir zum Beispiel über Liebe und Glück gesprochen haben. Und da kann ich mich erinnern, dass bestimmte Symbole sehr, sehr stark über diese Wiederholung eben da auch für uns auch verknüpft waren, dass wir sofort an bestimmte Bilder, wenn wir die aufmachen, ist für jeden klar, das steht für Glück oder das steht für Liebe oder was auch immer. Ne? Wir hatten es in dem Zusammenhang jetzt mit Glück und Liebe unter diesem Dachthema aufgemacht. Deswegen kann ich mich, nehme ich den Bezug jetzt dahin, aber das kann man natürlich an viele andere auch andere Kontexte auch übertragen. Das heißt eben, da spielt das Bild auch eine ganz massive Rolle sozusagen. Jürgen, magst du da nochmal anschließen? Ja, das kann ich nur. Ich kann mich ganz gut an diese Sessions erinnern. Ich glaube, das Dachthema war Glück, wenn ich mich recht erinnere. Und gerade an dieses Thema Symbolik und dieses insbesondere das Sprechen mit Emojis. Und es ist auch, wenn ich mich recht erinnere, ja auch
speziell in deinem, in deiner Kernkompetenz ja auch eine Sache, die uns dazu verleitet, eigentlich von dem mühevollen sogenannten langsamen Denken, also das Logische und das konsequente Hinterfragen, eher in eine Richtung schnelles Denken und schnelles Kommunizieren zu gehen, vielleicht vor dem Hintergrund unserem Gehirn diesen Energieaufwand zu ersparen, jetzt lange Sätze zu bilden und etwas niederzuschreiben und anstelle dessen irgendwie ein Emoji zu drücken und zu sagen, so, und das kapierst du ja, das steht jetzt für Applaus oder ich liebe dich. Also das wäre so meine Rekapitulation dessen, was wir damals festgehalten haben. Ja, das war unter dem Dachthema Glück und Liebe oder Liebe und Glück. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge wir es aufgesetzt hatten. Und da haben wir uns dann auch die Symbole sowohl von Glück als auch von Liebe angesehen. Und das ist spannend, was du sagst, eben auch dieses schnelles Denken. Die Frage ist, ob wir dadurch wirklich schneller denken. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir interpretieren möglicherweise schneller. Und also bewerten. Ne, kommen schneller in die Bewertung rein und denken möglicherweise, dass wir vermeintlich über das Gleiche denken oder das Gleiche interpretieren. Hier kommt allerdings ganz schnell eben auch der Aspekt mit auf, dass der fehlerhaften Kommunikation. Wir haben es ja an ganz vielen Stellen schon aufgemacht mit den in den Räumlichkeiten, dass wir immer versuchen, auch sauber die Begriffe zu definieren. Vor allem vor dem Hintergrund eben zu gucken, sprechen wir überhaupt über das Gleiche? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Und wir stellen ja ganz häufig erstmal fest, dass wir erstmal Annäherungen brauchen sozusagen oder auch ein Commitment, erstmal darüber zu sprechen, um zu realisieren, ist das überhaupt das Gleiche, was ich darunter verstehe? Im Alltag, auch bei der Sprache, haben wir ja hier an vielen Stellen eben eine Grenze. Das heißt, wir nehmen auch heute schon oder auch in der Vergangenheit immer wieder die Abkürzungen und gehen davon aus, dass wir darunter das Gleiche verstehen, tun wir aber häufig gar nicht. Und das hat jetzt auch nochmal eine andere Ausprägung sozusagen erlangt durch diese Abkürzung mit Bildsprache, also Emojis etc., Symbole. Und auch bei den klassischen Symbolen, auch wenn wir jetzt bei Glück hatten wir das Kleeblatt. Es steht zwar für uns für Glück, aber was bedeutet Glück? Und spätestens an der zweiten Stelle, wenn wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen, und so war das ja auch zu dem Zeitpunkt, werden wir merken, dass es für uns nicht alle das Gleiche ist, sondern dass es sehr individuell teilweise auch ist. Ne? Das heißt, wir haben vielleicht noch die Verknüpfung zu einem Begriff durch ein Bild. Aber was die Bedeutung des Begriffs wieder an der Stelle ist, da kommen wir wieder in die Komplexität rein, in Anführungsstrichen. Jürgen, wie siehst du das? Oh, liebe Jasmin, da bin ich jetzt gedanklich auf einem Pfad, wie soll ich das sagen, den du da für mich aufmachst. Und zwar hast du das, glaube ich, gestern und vorgestern angesprochen, dass das irgendwann Thema sein sollte oder wird, explizit diese Unconscious Bias. Und in Verbindung mit dem schnellen und langsamen Denken, ich gehe mal davon aus, dir ist das als Begriff bekannt, geht ja auf Kahneman zurück, diesem Nobelpreisträger für Ökonomie, der sich mit dem Denken und der Psychologie des Denkens sehr beschäftigt hat. Da ist das, was du eben sagtest, lässt sich da problemlos einordnen, aber das ist, denke ich, eine Dimension, die jetzt vor allen Dingen die Restzeit sprengen würde, aber das assoziiert bei mir, Entschuldigung, sehr viele Verknüpfungen, insbesondere auf die Art und Weise, wie wir denken, aber nicht nur, wie wir denken, sondern was dieses Denken und diese Unterscheidung, ich bediene mich eines kurzen Denkens, eines mehr emotional getriebenen Denkens und eines auf der anderen Seite
reflektiven Denkens und logischen Hinterfragens mit unserem Verhalten macht. Und darauf, da gibt es ja sehr viele ganz interessante Experimente dazu. Aber das wäre ein Wunschdachthema von mir, wenn ich das äußern dürfte. Nochmal dieses Thema, ich glaube, wir hatten es schon mal, Denken aufzumachen in allen Facetten. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und ich hatte mir sogar eine Kombination aus drei Begriffen aufgeschrieben. Das war Denken, Handeln und noch ein Begriff war da, den du mit reingebracht hattest. Ich habe es jetzt nicht griffbereit, aber ich habe es auf jeden Fall notiert. Also der Triangel, den ich mitgenommen habe aus dem, ich habe das Buch zweimal lesen müssen, bis ich einigermaßen das Surrogat beieinander hatte, das war eben diese Verbindung zwischen Unconscious Bias auf der einen Seite er nennt das Priming. Ich weiß nicht, ob du etwas mit diesem Begriff anfangen kannst. Also ganz bestimmte, bewusste Versuchsanordnungen, die durch die Ausübung bei dem Versuch auf das spätere Verhalten einwirken. Das Dritte sind, um es mal etwas allgemeinverständlicher zu halten, Faustregeln. Also nicht unbewusste Verzerrungen, sondern bewusste Vereinfachungen, die wir sehr gerne entgegennehmen, um uns damit das Leben, sprich die Gehirnaktivität, einfacher zu machen. Faustregeln oder, mir fällt der spezielle Begriff dann vielleicht noch ein, dann würde ich den noch nachliefern. Das wäre für mich eben dieses spannende Dreieck, was ich sehr gerne mal packen würde. Vielen Dank. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, das ist in der Tat, wie du gesagt hast, das ist ein großes Thema und deswegen macht es ja auch Sinn, das als Dachthema zu nehmen und da auch nochmal genauer hinzuschauen und würde sich tatsächlich auch anbieten, welche Begriffe auch immer das waren. Ich habe sie mir aber notiert, ich habe sie nur gerade nicht griffbereit, also von daher alles Gute, es ist auf jeden Fall da. Und das würde sich auch insofern anbieten, weil gerade das Unconscious Bias Thema, was wir hier in diesem Zusammenhang mit diesem Dachthema jetzt aktuell, mit dem aktuellen Dachthema Macht und Gewalt uns nochmal aus dieser Perspektive anschauen werden, auch relativ gegen Ende erst kommt, also weil da auch eine dramaturgische Logik aufgebaut ist mit den Räumen, die in der letzten Woche drankommen, die wir durcharbeiten. Und dementsprechend würde sich das tatsächlich wahrscheinlich anbieten, dann direkt auch mit diesem nächsten Dachthema dann weiterzumachen. Und finde ich das auf jeden Fall eine coole Sache und ich bin total bei dir, dass es einfach den Raum jetzt sprengen würde. Aber ich finde es total schön, eben diese Verknüpfung schon mal aufzuzeigen, also anzudeuten, so eine Art Seedplanting an der Stelle, um das später auch nochmal darauf zurückzugreifen und hier dann auch die entsprechenden Brücken zu bauen. Und also das ist ein ganz spannendes Thema, sowohl das Unconscious Bias, schnelles Denken, langsames Denken, die Untersuchungen, die es in diesem Bereich gibt und wahnsinnige Erkenntnisse auch, also in dem Bereich, die ja dann auch gerade auch die Neurowissenschaften bahnbrechend auch vorangebracht haben in diesem Zusammenhang. Von daher sich ja vieles eben auch auf, gerade wenn man in der Wissenschaft schaut, wie sich das alles aufeinander stützt, ne? Durch die bahnbrechenden Erkenntnisse, die hier eben erlangt wurden an der Stelle, durch Untersuchungen und so weiter, die auch durchgeführt wurden, hier dann eben auch weitere neue Erkenntnisse auch geschaffen werden konnten. Aber das müssten wir uns dann wirklich nochmal dezidiert anschauen, um dem auch seinen Platz einzuräumen, den es auch braucht, um auch da wieder die Zusammenhänge zu verstehen. Total klasse, finde ich beeindruckend. Und ja, damit würde ich dann gerne für heute mal in die Abschlussrunde übergehen und gerne auch nochmal mit der Einladung, die Ästhetik der Macht, wie beeinflussen visuelle Darstellungen unsere Wahrnehmung von Macht, war ja das, womit wir eingestiegen sind, dass wir da jetzt auch wieder die Brücke zurückbauen sozusagen
und eine Art Highlight oder Erkenntnis mal setzen. Jürgen, was sagst du? Ja, ich sage relativ wenig und wiederhole nur das, was ich zu Anfang an gesagt habe. Dieser Aha-Effekt in der Auseinandersetzung, da eine Struktur reinzukriegen für mich in Vorbereitung auf diesen Raum, die hat sich durch den Verlauf und durch den Dialog mit dir, Jasmin, nochmal deutlich verstärkt. Dafür danke ich dir. Das sind so viele Anknüpfungspunkte offensichtlich geworden, die mir wieder zeigen, ja, langsames Denken, in die Tiefe gehen, hinterfragen, bin ich wirklich da am Grund mit dem, was das Ding eigentlich ausmacht? Oder gibt es nicht noch einen anderen Aspekt, der wiederum die Perspektive erweitert? Das war ein toller Raum, herzlichen Dank. Und lass mich eins noch sagen. Ich habe jetzt erst gesehen, es ist der 911. Raum und jetzt verstehe ich auch, wieso du auf Luxusautos oder Statusautos gekommen bist. Einen schönen Tag noch und ich hoffe, ich kann morgen mit dabei sein. Ciao, Ade. Großartig, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, und ich möchte gerne an der Stelle auch nochmal, weil das ja auch so ein bisschen zu Verblüffung vielleicht geführt hat, auch mit dem Raumtitel und so weiter, gerne auch nochmal ein in Anführungsstrichen noch Geheimnis, das ich gleich lüfte, sozusagen mit reingeben. Und vielleicht beobachten wir die Räume dann auch nochmal aus dieser Perspektive, finde ich auch übrigens total spannend, auf der Metaebene nochmal zu schauen. Denn wir nutzen ja schon seit vielen Wochen auch eben vermehrt die KI, also ChatGPT, um verschiedene Sachen zu machen damit und haben uns auch in den vergangenen Wochen schon immer wieder durch dieses Tool unterstützen lassen, um erste Ideen zu sammeln zu einem Raum, zu einem Dachthema und so weiter. Und das erste Mal haben wir das jetzt durchgeführt, wirklich ChatGPT komplett die Liste der Ideen vorzuschlagen, immer den Sonntag auszulassen für die Autorenfrühstücke und so weiter, so dass das quasi nur lückenhaft dann dargestellt wird, so dass wir dann die entsprechenden Stellen mit den Namen der Autoren ausfüllen können und ähnliches. Und bis hin zu, natürlich Schritt für Schritt, ne, aber bis hin zu die Subheadlines zu formulieren und auch eine Reihenfolge in die Thematik reinzubringen, die logisch aufeinander aufbauen soll, was auch immer ChatGPT darunter versteht. Und es war wirklich beeindruckend für uns zu sehen, welche Ergebnisse da rausgekommen sind. Und wir haben natürlich an der einen oder anderen Stelle auch in der Formulierung nochmal leichte Anpassungen vorgenommen. Erstaunlich wenig rausgeschmissen an Themen. Also das vielleicht auch nochmal so als Erkenntnis an der Stelle. Und also auch total spannend. Und gerade bei diesem Raum war das dann erstmal so ein, aha, die Ästhetik der Macht, also hört sich ja erstmal spannend an. Und dann die Formulierung, wie beeinflussen visuelle Darstellungen unsere Wahrnehmung von Macht. Muss das jetzt eigentlich von Macht heißen oder müsste das irgendwie anders lauten? Also da kommt man dann plötzlich ins Denken. Und ich teile das deswegen mit euch. Auf der einen Seite, lasst uns einfach mal beobachten. Also wir haben uns entschieden, ganz klar, dass wir hier noch stärker auch ChatGPT einbinden werden. Auch mit den verschiedensten Plugins und so weiter, die wir nutzen, also nicht nur ChatGPT ausschließlich, um gewisse Dinge eben auch hier effizient, noch stärker Effizienz steigerungsmäßig zu arbeiten, weil es notwendig ist, sonst könnten wir die Menge und Masse an Projekten und so weiter, die wir aktuell bearbeiten, auch gar nicht stemmen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass in der Vergangenheit in Summe betrachtet ein kompletter Tag für die Planung und Subheadlines und so weiter draufgegangen ist, teilweise gestückelt, aber wirklich in Summe betrachtet, wir haben das wirklich ausgewertet, ein kompletter Tag immer draufgegangen ist, um diese Planung vorzunehmen. Und das ist natürlich ein mega Unterschied, wenn man jetzt dann die Möglichkeit hat, mit ChatGPT das so zu nutzen, dass wir zwar natürlich immer noch drüber gucken und Entscheidungen treffen und dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal Anpassungen vornehmen oder auch nochmal in der Reihenfolge verändern, Ergänzungen mit reinnehmen und, und.
Es ist kein Vergleich bei diesem zeitlichen Aspekt betrachtet. Und ermöglicht natürlich auch dadurch auch wieder Freiräume für andere Sachen, sodass wir gewisse Dinge eben auch weiter fortführen können, genauso wie den Deep Talk Club, weil es eben auch möglich wird, durch diese Effizienzsteigerung, also das auch mal aus dieser positiven Perspektive wirklich zu sehen und gleichzeitig vielleicht aber auch und deswegen auch kein Geheimnis draus zu machen und zu sagen, also das war ein Vorschlag übrigens von ChatGPT, ich bin auch ebenfalls beeindruckt, also allein schon als ich die Überschrift gelesen habe, bin ich erstmal drüber gestolpert. Dann habe ich gedacht, das finde ich schon, das hat irgendwie was. Habe mir dann gedacht, wir gucken einfach mal, was daraus entsteht. Und ich finde es großartig, Jürgen, kam mir jetzt auch ähnliche Rückmeldungen, sowohl von Ria als auch von dir, so die ersten Impulse, die wir hatten. Und es zeigt aber, wenn wir uns darauf einlassen, in Anführungsstrichen, was daraus eben auch entstehen kann. Und das finde ich auch wieder beeindruckend. Und da sind wir hier im Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine an der Stelle. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel heute. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sich das auch weiterentwickelt, auch bei den anderen Räumen. Wenn ihr bei dem einen oder anderen drüber stolpert, können wir da auch gerne nochmal schauen. Ich kann euch auch immer gerne sagen, wenn ihr Fragen habt, ob das jetzt ChatGPT-Vorschlag war oder ob das etwas war, was wir verändert haben oder selbst aufgegriffen haben. Und von daher finde ich das total spannend, weil ich würde dann, und das war eines der Ziele auch, die ich mir gesetzt habe, dass wir, wenn wir das rumhaben sozusagen, das ist so eine Art Pilotphase, jetzt wirklich mal ganz viel essentiell von ChatGPT erarbeitet zu haben, um dann zu gucken, wie sind die Ergebnisse und dann auch wieder zu einer Entscheidung zu kommen, kann man das in der Form nutzen, ja, nein. Oder braucht es doch wieder mehr Aktivität an der Stelle von uns? Und deswegen finde ich das auch auf dieser Metaebene nochmal betrachtet total spannend, mit euch gemeinsam einfach mal zu gucken. Das können wir ja, und erinnert mich gerne auch dran, falls ich es vergessen sollte, spätestens dann, wenn wir in die Zusammenführung sozusagen gehen, beim letzten Raum, dass wir diesen Aspekt nochmal aufgreifen und gerne auch zusammen nochmal drüber gemeinsam sprechen, um vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir damit jetzt dann auch gemeinsam machen werden, dann in der Rückschau beim letzten Raum nochmal auch zu bewerten gemeinsam und zu überlegen, wie haben wir das erlebt oder wie war das für uns und macht das Sinn, eben auch hier auf die Art und Weise weiterzuarbeiten oder gibt es vielleicht auch Qualitätseinbußen und dann müssen wir natürlich auch Korrekturen vornehmen. Genau, also von daher finde ich das auch nochmal spannend. Insofern wollte ich das gerne zum Ende des Raumes mit euch auch nochmal teilen. Und ich freue mich jetzt total auf unser nächstes Thema dann morgen. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, die Gewalt der Worte. Inwiefern kann Sprache eine Waffe sein, ist die Fragestellung, mit der wir uns morgen beschäftigen wollen. Ich freue mich drauf, wer auch immer mit dabei ist und hier verschiedene Impulse reinbringt und um mal gemeinsam wieder zu schauen, in welche Richtung sich der Raum gemeinsam entwickelt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und freue mich auf morgen. Ciao!